Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Ja, da geht's natürlich weiter an dieser Stelle. Und ich habe festgestellt, wir haben ja schon fast Frühling hier. Also die Temperaturen passen ja auch langsam. Wir sollten auf jeden Fall mal den Anbau erlauben, dass Sarah dann auch wieder loslegen kann. Ich glaube, hier war schon, genau, dass wir das nicht verpassen. Weil, ist ja wichtig. So, Überfall. Sehr gut. Was kommt an? Eine Schrotflinte oder sowas, genau, und eine Pistole, oder ein Revolver ist das, genau, und eine Maschinenpistole können wir ergattern. Ja, würde ich natürlich mitnehmen. Wollt ihr erst euch ein bisschen ausruhen? Ja, okay, ihr ruht euch erstmal aus. Ihr sagt dann nochmal Bescheid, wenn es losgeht. Und ich würde sagen, wir stellen uns dann erstmal wieder hier hin. Mal sehen, ob sie dann diesmal dort hochkommen. Oder ob sie wieder ums Haus rumwandern wollen. Wir könnten uns natürlich sonst auch aufteilen. Wir sind ja doch inzwischen einige. Wieso stellst du weiter einen Schleier her? Ihr habt doch alle Feuerwehr auf 1. Warum? Okay, du darfst löschen. Wieso tut Remy denn nicht löschen? Brandbekämpfung verweigert sie. Ah ja. Aber ich kann. Wir haben doch bei Remy Feuerwehr trotzdem eingestellt. Okay. Na gut. Wo sind denn die anderen? Du bist dort. Ich würde sagen, du bekämpfst auch erstmal Feuer. Sarah ist da, die wird auch bekämpfen. Und wir müssen auf jeden Fall ganz schnell dann die Leitung wieder dicht. Okay, die ist dicht. Ah ja, okay. Terry, du machst auch mit. Okay. Irgendwas beschädigt. Irgendwas Wichtiges beschädigt. Lass mal gucken. Strom. Nee, läuft alles noch. Also das ist alles noch da. Okay. War nur ein kleiner Kurzschluss gewesen. Dafür sind die Batterien jetzt auch wieder leer. Sehr schön. Ja, was das angeht, müssen wir natürlich auch mal vorsorgen, dass wir dann hier notfalls Ersatzbatterien oder sowas parat haben, die wir dort hinstellen können. Das sollte es mal wirklich jetzt hart auf hart kommen, dass wir dann zumindest ein bisschen Strom noch in Reserve haben. Okay. So, was machen die Gegner? Die warten immer noch auf was auch immer. Ich finde es auch schön. Ach, das ist sehr schön, dass man gleich alle Waffen von denen sieht. Braucht man ja nur alle auf einmal markieren, dann sieht man, was man bekommt. Na gut, wie sieht es denn sonst bei euch aus? Habt ihr irgendwas Spezielles, irgendwas Tolles? Grauer Star, das ist natürlich übelst geil. Fürs Sehen und für die Trefferquote. Kratznarbe, okay, Bissnarbe, das ist alles irrelevant im Prinzip. Was tragt ihr für Sachen? Turban, okay. Ist jetzt nicht so prall. Ja, der Parker ist vielleicht ganz nett. Sofern wir ihn kriegen, solange sie noch lebt. Das wäre natürlich Voraussetzung. Ja, also tolle Sachen sind es nicht. Die Waffen selber, normal, normal und auch normal. Okay, nudeln. Warten wir mal ab. Jetzt geht's los. Okay, so, unsere Leute mal bitte einmal alle versammeln. Respektive, du hast eine Waffe, du hast eine Waffe. Du hast auch eine Waffe und du hast auch eine Waffe. Wir müssten ihm auf jeden Fall noch eine Waffe besorgen. Im Fernkampf kann er auf jeden Fall. Haben wir hier noch irgendwo offensichtlich was rumliegen. Hier sehe ich nur zwei Messerchen. Hier unten schlechte Maschinenpistolen wahrscheinlich. Ein übler Bogen. Ja gut, da wirst du wahrscheinlich erstmal eine Maschinenpistole nehmen müssen. Wie ist denn die Haltbarkeit? 42%, 73%, dann nimmst du die mit 73%. Bewaffne dich mal. Und alle anderen stellen sich schon mal hierhin, dahin und dahin. Und Terry geht vorsorglich mal hier rüber. So, Kammer hat jetzt auch seine Waffe. Dann geht Kammer hier rüber und Remy geht darüber. So. Ich hoffe, das ist kein Fehler, dass wir uns aufteilen, aber irgendwie müssen wir es ja machen. Wo wollt ihr denn reinkommen? Was macht er denn? Ah, cool. Ah, okay. Die wollen sie auf jeden Fall aufteilen. Sympathisch. Jetzt müssen wir nur noch treffen.
Im Moment sieht's gut aus. Scheiße, Mike wurde getroffen auf jeden Fall. Gut. Die Waffe lassen wir einsammeln. Neutraminen nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Die Waffe nehmen wir auch mit. Und was hat Mike abbekommen? Okay. Kopf ist schon nicht ohne. So, wir treffen ihn auf jeden Fall noch. Und Kopfschuss. Und nochmal. Okay. So, der ist down. Gut. Dann würde ich sagen, Mike ruht sich aus. Sarah kümmert sich dann direkt um Mike. Wir können probieren, den zu retten. Rechte Lunge zerstört. Das ist nicht so wild. Was kannst du denn? Kannst du irgendwas Tolles? Du kannst Nahkampf besonders gut und bist mit einer Waffe rumgerannt. Na, sehr sinnvoll. Wir könnten ihn fürs Kochen missbrauchen. Masochist, Frohnatur. Für Maria ist Schmerzempfinden etwas Verbotenes und gleichzeitig Erregendes. Sie weiß nicht warum, aber sie ist halt einfach anders verdrahtet. Schmerz ist eine Tugend. Ah ja. Ja, warum nicht? Stimmung plus 12 grundsätzlich als Frohnatur, als Sklave, schadet das glaube ich nicht. Ich würde sagen, wir probieren sie zu retten. Arthur wird das mal machen. Fange sie. Und Sarah macht erstmal, also hält sich parat. Sarah muss dann gleich loslegen. Also, warte mal, hier müssen wir noch auflösen. Konsumiert einfach Mahlzeit. Nee, du wirst erstmal hier tragen. Und Terry trägt bitte erstmal das. Und Kamba, hier war da noch was zum Tragen. Trägt mal bitte das hier weg. Okay. So, Sarah, wie gesagt, hält sich parat. Sie will eigentlich was essen, darf sie aber nicht, denn wir müssen ihn erstmal behandeln. So, das hatten wir. Dann können wir das Blut schon mal entfernen. Ist hier noch mehr Blut? Ja, dann bitte auch noch weg. Und dann direkt eigentlich das hier noch. Warte mal, das muss schneller passieren, weil der hat nicht mehr viel Zeit. Wenn wir es überhaupt schaffen. 4 Stunden, ja. 5 Stunden. Sieht gut aus. Ich glaube, das schaffen wir. Okay, den kriegen wir. Gut, dann erstmal auf jeden Fall bekehren. Erster Schritt, den wir machen müssen. So, und dann bitte hier nochmal Blut entfernen. Es wäre schön, wenn der Wind irgendwann mal wieder gehen würde und wir etwas mehr Strom hätten. Zumal das Essen dann hier wahrscheinlich auch, na gut, so viel haben wir gerade eh nicht, schlecht wird. Wie sieht es bei euch denn eigentlich aus, essenstechnisch? Ihr seid am Verhungern, glaube ich, so allmählich. Noch lang, also na gut, noch lang nicht, aber ja, lang nicht ist auch übertrieben. Wir gucken mal. Wir gucken am nächsten Tag nochmal, wenn sie alle geschlafen haben und schauen uns das Ganze dann an. Guck mal, Strom kommt ein bisschen wieder. Sehr gut. Jetzt wäre es schön, wenn wir noch konstante Versorgung hätten, dass wir auch wieder Strom zurücklegen können. Ach ja, stimmt, warte mal, da war was. Für Kolonisten hätte ich gern für Sklaven und Besitzer bitte Kamba. So, dann nochmal so und dann kann er sich nämlich hinlegen. Ach ja, und dann wollten wir noch was machen. Ganz wichtig sogar, Temperatur bitte einmal so eine Lüftung hier rein zimmern. Die wäre noch ganz gut. Okay. So, hier müssen wir auswählen, nicht für Kolonisten, nicht für Sklaven, nicht für Gäste. In der Hoffnung, dass das dann klappt, dass die Tiere dort rangehen. Sehen, also wird das jetzt hier berücksichtigt? Quatsch, bei Futter war das. Nein, wird nicht berücksichtigt. Weil ja bei den Tieren auch dran stand, dass die auch Wasser quasi mögen. Hungernde Kolonisten, wer ist denn hier am Hungern? Dann ist doch was. Muss doch nicht hungern bei uns. Krankheit, Wundinfektion. Maria. Maria. okay, dann müssen wir da mal tätig werden. So, 50% Behandlungsqualitäten. Also ohne Medikamente. Erstmal nicht schlecht, würde ich sagen. Haben wir hier schon sauber gemacht. Entferne mal das Blut. Und trage Maria Krankenschwester. Nein. Auch nicht entkleiden, nö. Müssen nur gucken, dass er nicht stirbt. Okay. Nö, dann wird das. Die Waffen haben es auch schon eingesammelt. Das ist sehr schön.
Hier liegt auch keiner mehr rum. Wir müssen halt. Wir brauchen noch mehr Gräber. So viele Gräber, ey. Wir brauchen auf jeden Fall mal das Krematorium. Dass wir dann die ganzen Gräber beseitigen können. Ich wüsste doch gar nicht, wo das dabei gewesen sein soll. Das muss man, glaube ich, auf jeden Fall erforschen. Warte mal, Pause erstmal rein. Dass wir mal ganz entspannt gucken können. Krematorium. Lass mal runterscrollen. Wo ist es denn? Ah ja. Hier. Nee. Doch nicht. Ist das hier mit dabei? Übersehe es hier gerade. Holzgenerator. Ich weiß immer nicht, wo ich von den drei Sachen lesen soll. Betriebener Generator, spritbetriebener Generator, okay. Holzbetriebener Generator. Hier ist kein Krematorium dabei. Elektrischer Nähtisch, Elektroschmiede, Elektroherd, Elektroschmelzofen. Elektrisches Krematorium. Doch, ist dabei. Dann können wir das schon bauen? Die Frage ist, also ich würde ja bei Diverses gucken. Hier sehe ich es nicht. Wenn ich es nicht übersehen habe, dann sehe ich es hier nicht. Wo könnte es noch dabei sein? Temperatur wird es wohl nicht sein. Hygiene wird es auch nicht sein. Nee, Entspannung wird es wohl auch nicht sein. Sicherheit. Möbel. Ist das ein Möbelstück? Oder Produkt? Warte mal, Produktion. Gehört das zur Produktion? Hier, elektrisches Krematorium. Tatsache, können wir schon bauen. Ja, 150. Ne, was denn nur? 20 Stahl, zwei Bauteile, 150 Granitblöcke, wenn wir es aus Granit bauen. Dann würde ich es doch fast so hinsetzen wollen. Lass mal dorthin bauen. Und ich glaube, die 20 Stahl haben wir vielleicht auch noch irgendwo rumliegen. Hier 617 Stahl haben wir noch. Bauteile haben wir auch noch ein paar. Sollten wir mal nachkaufen auf jeden Fall. Bei Händlern, wenn die mal wieder reinkommen. Ja. So. Was gut wäre, wenn Arthur... Was macht er? Baut Zaun. Ja. Okay, bauen den Zaun. Danach baust du bitte das. Und danach eventuell das Krematorium. Ja, das war ja sinnvoll. Okay. Jetzt macht auf jeden Fall das. Das ist schon mal gut. Dann gibt es hier nämlich einen Luftumtausch und dann heizt die Heizung gleich beide Räume. Ja, ich glaube, die Temperatur steigt allmählich. Also ich finde diese Lüftung generell überhaupt nicht gut, wenn ich ehrlich sein soll. Aber sie tut ihren Zweck so halbwegs zumindest. Okay. So, Mike ist vollständig geheilt. Das ist sehr schön. Was macht Arthur gerade? Man sieht sich Kunst an. Okay. Naja, ist ja schön. Dann mach das bitte als nächstes. Wenn du fertig bist mit der Kunst. Oder mach, komm, mach einfach jetzt. Leg los. Wir müssen die Leichen loswerden. Das dauert nämlich eine Weile, das Ding zu bauen. Und was wir dann halt auch gleich machen müssen. Wir setzen hier einfach mal einen kleinen Vorbau mit ran. Tja. Wenn wir jetzt hier die Wand hinstellen, dann verdecken wir uns natürlich die Schusslinie. Ich mach's trotzdem erstmal. Und dann vielleicht hier in der Mitte nochmal. Wie lang ist es denn? 19? 19 war hier, glaube ich. Schön. Jetzt habe ich es weggeklickt. Ist das Y oder V? Okay, sieht so aus. Passt das? Ist das jetzt zentral? Ja, scheint so zu sein. Okay. Und dann sagen wir mal noch direkt hier Dach erweitern bis dorthin. Gut. Und was wir auch mal machen, weiß, wir überladen Arthur schon wieder mit Bauaufträgen hier. Jetzt ziehen hier mal die Stromkabel rum. So, dass falls doch mal irgendwo ein Kabel durchbrennt, dass wir nicht gleich komplett hier abgeschirmt sind von allem. So, da noch und hier bitte auch noch. Okay, ja und komm hier, gehen wir auch nochmal lang. Und hier bitte auch nochmal. So. So würde ich es nehmen. Und jetzt müssen wir hier das Krematorium noch dementsprechend einstellen. Aufgabe hinzufügen, Leiche verbrennen.
wiederhole für immer auf jeden Fall und Details. Wir können natürlich unbegrenzt machen, denn die meisten Leichen werden, also wenn sie jetzt hier weiter wegsterben, sind sowieso für unsere Kolonisten verboten. Von daher sehe ich da jetzt kein großes Problem dabei. So, genau, dann kann Terry nämlich das nebenbei machen. Der ist ja unser Träger. Jawohl. Und dann geht das alles wunderbar seinen Gang. Gut, ne, da freue ich mich. So. Es wird alles. Die Unterdrückung. Da frage ich mich manchmal, wieso ist denn die Unterdrückung nicht bei knapp unter 100%? Wenn die nur so wenig verlieren pro Tag, wo ist denn das Problem, die erstmal auf 100% zu unterdrücken und dann zu sagen, jo. Wenn dann noch was ist, dann fällt es halt von da ab. Okay, hier kann man nichts machen. Na gut. So, eine Sache möchte ich auch machen. Die Lagerzone bitte ausblenden. Die möchte ich nicht permanent sehen. Genauso diese hier. Ausblenden und ausblenden. Dann sieht das Ganze schon mal etwas sympathischer aus. Temperaturen draußen immer noch im Minusbereich. Das heißt, es ist auch alles noch im Rahmen, dass hier noch nichts angebaut wurde. Na gut. Was ist mit der Transportstation? Achso, die hat noch keinen Strom. Da müssen wir erst das Stromkabel verlegen. Was machst du? Ersetzt beschädigte Bauteile, Kühlung. Ja, das ist richtig. Das müssen wir machen. So, wie sieht es bei euch nahrungsmitteltechnisch aus? Ein bisschen habt ihr noch. Hier ist, glaube ich, auch Gras. Also, genau, Gras 19% gewachsen. Ein bisschen Gras ist da. Wir müssten diese Steinchen hier mal wegtransportieren lassen. Gut, bei den Bäumen können wir nicht viel machen, das ist halt so. Kann denn Terry, ist doch unser Träger. Okay, der füllt gerade das auf, das ist okay. Trägt Granitbrocken. Kein freier erreichbarer Lagerplatz. Wieso, hier ist doch Lagerplatz. Oder habe ich hier nur bestimmte erlaubt? Mal zu. Brocken. Steinbrocken sind eigentlich alle erlaubt. Warum haben wir dafür keinen Lagerplatz dann? Erzähl doch mal. Das verstehe ich gerade nicht. Kalksteinbrocken nicht wegtragen. Kein freier, erreichbarer Lagerplatz. Ja, wie nennst du das denn sonst? Geh mal hierher. Okay. Deswegen, da ist nämlich ein Lagerplatz schon weg gewesen und mit dem reservierten Brocken war der zweite Lagerplatz weg und deswegen wollte er das nicht machen. Aber mit Trick 17 haben wir es hingekriegt. Sehr gut. So. Terry bereitet schon mal den Bau der Stromleitung vor. Er verlegt überall oder er transportiert schon mal überall das Stahl hin. Das ist gut. Dann braucht Arthur nur noch einmal drüber gehen und dann ist das nämlich auch schon erledigt. Und wir brauchen dringend dann irgendwann mal wieder neue Bauteile. Und wir brauchen Essen. Warte mal, wir brauchen Essen. Okay, folgendes. Hatte ich mir nämlich vor der Folge schon überlegt. Wenn die Nahrung knapp werden sollte, dann werden wir unsere Viecher schlachten. Wir kriegen irgendwann neue. Wir schlachten die erstmal. Dafür war, glaube ich, Arthur zuständig, oder? Tierpflege macht Arthur, genau. Was hast denn du gerade vor? Melkt Dromedar. Gut, melke das erstmal. Dann haben wir ein bisschen Milch. Schadet auch nicht. Und jetzt wird es geschlachtet. Genau. Und dann bitte direkt wegtragen. Und dann muss Mike instant eigentlich zubereiten. So. Jawohl. Das hat er auch vor. Jetzt fehlt uns wieder der Strom. Wir können nichts herstellen. Esst das bloß nicht roh. Nochmal. Und hier würde ich mal sagen, kurz verbieten, dass hier keiner reinkommt. Genauso wie hier verbieten. Ich möchte nicht, dass die jetzt in die Küche rennen und sich das Fleisch dort rausholen. Kann bitte der Strom wiederkommen? Wir haben keinen Strom. Nein, du sollst nicht essen. Du sollst zubereiten. Ja, du willst aber auf jeden Fall essen. Kann ich dir befehlen, dorthin zu gehen? Nee, solange das hier erlaubt ist, kann ich das nicht bestimmen. Aber jetzt... So, dann bitte einmal
die Tür verbieten. So, das heißt, ihr müsst jetzt mal vorübergehend hungern, bis wir Strom haben. Strom kommt wieder. Komm, mach. Dreh dich schneller. Ja, okay, Strom kommt. So, das heißt, Mike hat als Aufgabe jetzt bitte kochen. Und dann direkt hier wieder verbieten. Und sobald das fertig gekocht ist, dann tun wir es natürlich wieder erlauben, dass wir wieder da durchlaufen. So, erlauben und erlauben. So, dann könnt ihr euch nämlich Essen holen. So, sehr gut. Ja, es tut mir natürlich leid um die Dromedare, aber wir waren eh noch nicht so weit. Also wir brauchten eher noch ein bisschen Vorbereitungszeit, damit das Ganze auch dann entspannt läuft. Sprich größeres Gehege und so. Und da haben wir lieber ein bisschen Fleisch erstmal und Transporttiere oder Melktiere oder was auch immer Tiere zum Züchten von Leder oder sowas. Können wir später immer noch holen. Gut. So, die Leichen wurden alle, glaube ich, verbrannt hier. Fressattacke. Ach, genau. Super. Jetzt, wo wir mal kurz ein bisschen Nahrung haben. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt hier verbiete? Kannst du trotzdem. Wo ist denn Terry eigentlich? Okay, Terry hat Fressattacke, aber spielt Hufeisenwerfen. Ist natürlich auch interessant. Wie geht's Mike? Der muss bestimmt auch. Ja, der muss mal ganz dringend was essen. So, sprich, sobald du das abgelegt hast, kümmerst du dich. Okay, Terry kommt trotzdem durch. Also bringt das gar nichts. Dann ist erstmal. So. Und dann leg dich hin, kümmere dich um dich selber. Ich hoffe, Terry isst nicht zu viel von unserem Essen. Klick mal weg. Wir können ja auch sowieso mal wieder jagen gehen. Das stimmt, das ist ja auch so eine Sache. Guck mal hier, wir haben eigentlich fleischfrei Haus hier. Ich würde sagen, wir gehen mal jagen. Wir hatten ja auch gute Jäger dabei gehabt. Arthur mit 10 Punkten, Fähigkeitspunkten im Durchschnitt und Sarah mit 6 Punkten. Ist also definitiv nicht schlecht. Und ziemlich hohe Treffgenauigkeit haben die beiden sowieso. Also Sarah trotz der nur in Anführungsstrichen 6 Punkte auch. Hat man ja schon festgestellt. Die hat ja damals die ganzen Muffalos auf einmal gejagt, glaube ich. So, mal gucken, wer sich jetzt angesprochen fühlt zum Jagen. Sarah geht los. Natürlich maximal weit weg hier. Kannst du bitte nicht aufgeben, sondern erstmal hier deinen Job fertig machen? Jo, die rennen natürlich von A nach B. Ja. Okay, einen haben wir. Haben wir schon mal ein bisschen Fleisch. Was ist hier los? 10 Grad raus, 11 Grad raus. Ach so, ja, Sarah soll eigentlich anbauen. Stimmt, warte mal, dann tue ich Sarah das mal erhöhen hier auf, ich weiß nicht, Stufe 3 oder so. Ja, Stufe 2, das kannst du. Wir müssen das niedriger machen auf jeden Fall. Sie muss erst Feldarbeit machen, dann darf sie jagen und wenn irgendwas zu jagen ist, soll dann lieber Arthur losrennen. Macht, glaube ich, auch etwas mehr Sinn. So, bitte auch nochmal jagen gehen. Und da müsste er sich jetzt angesprochen fühlen auf jeden Fall. So, ich glaube, er ist schon auf dem Weg. Ja, sieht gut aus. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, es geht wieder alles gut. Ja, das war ein schöner Treffer. Na komm. Wenn der jetzt durchdreht, wäre es schlecht. Trefferquote war damals, glaube ich, besser. Mein Gott. Stirbst du wenigstens schon freiwillig? In 13 Stunden. Ja, gut, notfalls können wir warten. Aber wir treiben ihn dadurch etwas mehr zu unserem Haus. Das ist auch nicht schlecht.
Nee, nee. Mach das fertig. Ja, geht doch. Okay. Gut, zumindest was. Zumindest was. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Nahrungsmitteleinheiten da. Es ist sehr gut, wie weit ist. Warte mal, Maria. Hatte die nicht eine Wundinfektion? Das habe ich komplett verpeilt gerade. Aber es scheint schon wieder alles okay zu sein bei ihr. Hat sich Sarah wahrscheinlich gut gekümmert. Gut, in dem Fall passt das. Ansonsten, dein Glauben, das sieht natürlich auch sehr schön aus. Du bist schon fast überzeugt. Okay, du wirst gefüttert, während du schläfst. So, und sie macht jetzt hier die Felder fertig, dass wir dann auch möglichst viele Kartoffeln wieder ernten können. Ich bin ja fast geneigt, das Feld noch ein bisschen zu vergrößern. Ich weiß, das hatten wir schon mal vergrößert, aber da geht noch was. Und na, das lassen wir erstmal in der Größe. Gut. Dann läuft das Ganze wieder soweit. Was machen die Temperaturen hier drin? 18, 19 Grad. Ne, ist halt nicht optimal, aber gut, das sind halt unsere Sklaven. Die müssen halt durch dort. Das ist halt so. Und wir, was wir natürlich probieren könnten, dass wir denen noch so eine Terroskulptur reinstellen. Also zumindest vielleicht Kamba hier. Der hat noch einen Feldplatz. Und das wäre doch noch eine Idee. Haben wir nicht noch irgendwo eine hier rumstehen? Sehe ich gerade nicht, aber können wir notfalls nochmal einen Auftrag geben? Okay, dann lass nochmal eine Terroskulptur bauen. Und irgendwas wollte ich noch. Ah ja, ich wollte gucken, ob wir Holz haben. Ja, wir haben Holz, okay. Weil ich jetzt wissen wollte, weshalb das, die Felder hier noch nicht fertig gebaut sind. Gut. Ich glaube auch mit der Hygiene im Haus kommen wir so allmählich gut zurecht. Ich weiß, irgendjemand hatte ich noch priorisiert, was das Aufräumen angeht. Kann man, ne? Genau. Aber es kommt, glaube ich, auch weniger Dreck hier rein durch die Teppiche jetzt. Und dadurch, dass wir natürlich das alles ausgekleidet haben, das passt schon. So. Bekehrt. Sehr schön. Dann haben wir Maria schon mal bekehrt zu unserem Glauben. Wie bist du denn drauf? Du bist halt vor allem für den Nahkampf gut, fürs Kochen gut, für Pflanzen. Ja, ich hätte dich gerne. Weil, dass Sarah einfach unterstützt wird, was das Thema angeht, dass es besser wird. Die Frage ist, wollen wir noch einen Sklaven oder wollen wir noch einen richtigen Kolonisten? Masochist, Frohnatur. Eigentlich können wir sie zum Kolonisten machen. Sie ist eine Frohnatur, das ist super. Das heißt, sie hat einen permanenten Stimmungsboost von plus 12. Und das ist eigentlich gut für uns. Ja, komm. Wir versuchen sie zu rekrutieren. Und dann kann das ja auch direkt ihr Zimmer werden. Weil ich schon auch generell gern ein Gefangenenzimmer hätte. Ja, müssen wir noch schauen. So, der Boden hier ist noch nicht fertig. Irgendwas macht Arthur noch. Irgendwas wird er noch favorisieren hier. Okay, er hat Holz geholt. Und wird bauen. Okay. Entfernt Kiefer. Weil er dort oben bauen will. Ja, kann er machen. Lass mal ihn erstmal machen. Ich wollte zwar hier nebenbei auch schon mal einen Tisch hier bauen für Terry. Können wir ja schon mal hinsetzen. Eine Heizung braucht er auf jeden Fall noch. Das wäre noch was Wichtiges. Und wir brauchen auch noch, ja, das sollten wir auch mal machen. Wir haben nur 6 Bauteile. Wir müssen definitiv mal jetzt mit irgendwelchen Händlern in Kontakt kommen. Können wir denn eigentlich ein Funkgerät bauen? Das würde ja unsere Händlerchance verdoppeln. Dann könnten wir ja auch mit Raumschiffen kommunizieren. Aber ich glaube, das müssen wir erst erforschen. Lass mal gucken. Funk. Na, komm. Funkgerät. Lass mal durchscrollen hier. Hier war es natürlich nicht. Falsche Richtung sozusagen. Gibt's gar nicht. Okay. Vielleicht hier weiter hinten.
Nein, okay. Ich weiß, es gibt Funkgeräte. Muss ich es ausschreiben? Gerät. Okay. Lass mal kurz Pause reinmachen. Lass mal schauen. Besser gesagt, das kann ich auch kurz in der Aufnahmepause machen. Denn ich sehe gerade, wir haben es schon zeitlich wieder geschafft. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit reinschaltet, wenn es heißt Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.